Scheiß Medic. Omerta. Rashid und Jamal, Freunde seit Tag 1. Die Welt ist ungerecht, mein Freund mag sein. Doch beide sind füreinander da. Dream Team, sie kämen nicht ohne einander klar. Rashid lebt mit 8 Geschwistern unter einem Dach. Ein guter Junge, der nur ganz selten Scheiße macht. Er spielt Fußball in der Oberliga und träumt von einer Karriere als Profispieler. Denn er will, dass es seine Kinder einmal besser haben, an einem besseren Ort leben und besser schlafen. Sein Freund Jamal ist genau das Gegenteil. Er lebt bei seiner Mutter und teilweise im Pflegeheim. Denn Jamals Mutter ist nicht gerade die Beste. Sie wechselt ihre Männer öfter als ihre Unterwäsche. Bei jedem Männerbesuch schickt sie ihn raus zum Spielen, anstatt Jamal mit Liebe aufzuziehen. Vergisst er diesen einen Tag, Rashid und Jamal, von der Wiege bis ins Grab. Gemeinsam sind sie stark, unzertrennlich und nie alleine. Rashid und Jamal, Brüder im Geiste. Nie vergisst er diesen einen Tag, Rashid und Jamal, von der Wiege bis ins Grab. Gemeinsam sind sie stark, unzertrennlich und nie alleine. Rashid und Jamal, Brüder im Geiste. In Rashids Familie ist das Geld oft knapp. Ein weiterer Grund dafür, dass er sich einen Kopf macht. Er trainiert hart und fleißig, denn dass er die Klamotten seines großen Bruders tragen muss, ist ihm peinlich. Jamal dagegen weiß, wie man Geld macht und seine finanziellen Probleme aus dieser Welt schafft. Er glaubt, er hat alles fest im Griff und gibt keinen Fick darauf, wenn er Gesetze bricht. Doch Rashid will was erreichen, er muss dranbleiben. Währenddessen häufen sich Jamal seine Anzeigen. Rashid warnt ihn, hör auf meinen Ratschlag. Okay, du hast recht, Bruder, ich bin nicht dein Vater. Doch dein bester Freund, der immer für dich da war. Du liegst mir am Herzen, glaub nicht, dass ich laber. Doch Jamal ist ein Sturkopf, seit klein auf. Links rein, rechts raus, richtig, er scheißt nie auf. Vergisst er diesen einen Tag, Rashid und Jamal, von der Wiege bis ins Grab. Gemeinsam sind sie stark, unzertrennlich und nie alleine. Rashid und Jamal, Brüder im Geiste. Nie vergisst er diesen einen Tag, Rashid und Jamal, von der Wiege bis ins Grab. Gemeinsam sind sie stark, unzertrennlich und nie alleine. Rashid und Jamal, Brüder im Geiste. Eines Morgens wacht Rashid nichtsahnend auf, zieht sich an und geht auf die Straße raus. Dort erreicht ihn sofort die Nachricht, die sein Blut gefrieren lässt und wie ein Schlag trifft. Sein bester Freund Jamal wurde gestern Nacht von 2 stadtbekannten Dealern umgebracht. Kreidebleich und mit Tränen im Gesicht schwört Rashid, diese Wichser erledige ich. Seine Freunde wollen ihm diese Idee ausreden. Denk an Fußball, Familie, du darfst nicht aufgeben. Doch Rashid weiß, Jamal hätte das gleiche getan, und so schmiedet er allein in einem Plan. Er macht sich noch in der gleichen Nacht auf den Weg. 2 Uhr morgens, die Straßen sind leer gefegt. Beim Dealer angekommen, klingelt er an die Tür unter dem Vorwand, er wolle ein paar Pillen kaufen. Er betritt die Wohnung, völlig wutentbrannt, sieht die beiden Typen und zieht kurzerhand eine Knarre hervor. Hallo ihr beiden Pisser, und drückt ab mit den Worten, das ist für Jamal, ihr Wichser. Rashid und Jamal, von der Wiege bis ins Grab. Gemeinsam sind sie stark, unzertrennlich und nie alleine. Rashid und Jamal, Brüder im Geiste. Nie vergisst er diesen einen Tag, Rashid und Jamal, von der Wiege bis ins Grab. Gemeinsam sind sie stark, unzertrennlich und nie alleine. Rashid und Jamal, Brüder im Geiste.